freue mich, dass wir diesen Talk machen. Ich habe hier Roland Gumpert von Gumpert Automobile und ich freue mich, dass wir uns heute mal unterhalten können. Ich freue mich auch. Sehr schön. Du, ich habe mich hier ein bisschen umgucken dürfen heute. Ich bin jedes Mal wieder erstaunt über diese Errungenschaften, über diese technische Innovation, aber auch über dich, wie du so das Ganze vorstellst und so weiter. Wenn du mal so zurückblickst, was sind so die wesentlichen Meilensteine deiner technischen, ich sag mal, Schaffenskraft? Kannst du mal so Revue passieren lassen? Meinst du jetzt auch von der Vergangenheit, ja, oder jetzt von der Vergangenheit? Von der Vergangenheit. Na gut, ich meine, bis heute. Bis heute. In so ein paar Zügen, ja. Als Kind habe ich schon immer gerne gebastelt und Flugzeuge gebaut und Autos, Spielzeugautos zerlegt und wieder zusammengebaut. Mein Bruder hat schon mal ein großes Faltboot gebaut, da habe ich mithelfen dürfen. Hat mich schon immer begeistert. Als Schüler dann hatte ich schon mein erstes Motorrad zerlegt und wieder aufgebaut und angestrichen und wieder zerlegt. Dann das erste Motor, nach dem ersten Motorrad, dann das erste Auto. Und die Technik hat mich immer beschäftigt und es war eigentlich immer in meiner Kindheit die Frage, soll ich Arzt werden oder Ingenieur? Und letztendlich habe ich da mal einen großen Unfall gesehen mit einem Motorradfahrer, wo das Gehirn auf der Straße lag. Und dann habe ich gedacht, wirst du doch lieber Ingenieur. Hm. Und den Weg bin ich dann auch gegangen. Hm. Und was waren so die technischen Raffinessen, die du so für dich entdeckt hast in deiner Arbeit mit Motoren und Autos und Motorräder? Ich hatte mal ein Opel 1200, glaube ich, und da war mir die Leistung zu schwach, also so als Student. Und dann hatte ich mir aus dem Staubsauger, alten Staubsauger meiner Mutter, das Gebläse ausgebaut und wollte die Luft zusammenpressen, um eben mehr Sauerstoff in den Motor reinzubringen und die Leistung zu steigern. Das klingt wie ein Turbo. Ja, das war so ein Versuch, hallo Roland, Turbo zu bauen aus meinem Auto, aber es ist mir nicht gelungen. Aber ich finde die Idee finde ich super. Ja, es hat mich interessiert und da habe ich Stunden verbracht und ausprobiert und man hat ja da kein Geld auch, ne? Man muss ja das Vorhandene nehmen und ja, ein paar Riemen, dann Riemensalat gemacht und ja, aber es hat mich interessiert und hat mir Spaß gemacht und letztendlich habe ich dann mein Maschinenbaustudium gemacht, bin Ingenieur geworden, habe mich bei Audi beworben und bin akzeptiert worden und als Versuchsingenieur eingestellt worden. Versuchsingenieur auch für den Audi Rennsport, ne? Nein, das war Versuchsingenieur in der technischen Entwicklung, mhm, als normaler Versuchsingenieur und habe mich dann hochgearbeitet. Als zum Typbegleiter. Typbegleitung war dann ein Projekt. Das erste Projekt war der Audi 50, was heute noch gibt, was es heute noch gibt als Polo, VW Polo. Mhm. Das ist ja baugleich gewesen, hat dann VW uns geklaut, als Audi 50, nur VW-Zeichen drauf und war dann der Polo. Mhm. Und ja, und dann kam der Pirch zu uns und habe ich mich ein bisschen hochgearbeitet, war zuständig für Sommer- und Winterfahrten. Beim Pirch hat mir immer Spaß gemacht. Mhm. Naja, man entdeckt das auch hier so ein bisschen wieder. Ich meine, hier steckt ja viel wahrscheinlich drin von Staubsauger, würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Staubsaugermotor ist das ja nicht. Das ist ja was ganz Neues jetzt. Nur das, ne? Gebläse vom Staubsauger, das war ja nur, um was die Luft zusammenzupressen. Hier haben wir jetzt ein Wasserstoffauto und Wasserstoff. Geht nicht. Das ist Wasserstoff in meinen Augen ist ein recht heikles Element. Flüssig ist es bei minus 253 Grad und das ist jetzt ziemlich unbrauchbar, weil die Energieträger sollte ja flüssig sein, damit er im Tank reingeht, damit viel Energie reingeht. Mhm. Oder bei Raumtemperatur ist es ein Gas, wo ein Liter so groß wird, sage ich immer, wie ein Fußballfeld, dann muss man es zusammendrücken, dann hat man enorme Drücke, 700, 800 Bar Drücke, also auch schlecht zu handeln. Und deswegen habe ich mir damals überlegt, wie ich die Aufgabe bekommen habe, du sollst ein elektrisches Auto bauen, aber als Sportversion, mhm, das ist die Natalie eigentlich,
dann habe ich mir gesagt, naja, dann musst du den Wasserstoff nehmen, aber umformen. Und reiner Wasserstoff zusammen mit CO2 aus der Luft ergibt ein neues Element, das ist Methanol. Mhm. Methanol ist ein Alkohol, flüssig wie Benzin und Diesel, kann man in den Tank füllen und dann eben im Auto wieder in Wasserstoff und CO2 zerlegen und den Wasserstoff benutzen, um Elektrizität zu erzeugen und das Auto anzutreiben. Und das ist hier das Ergebnis. Das klingt nach einer radikalen Technik, die den Automobil oder die Automobilität schon revolutionieren könnte. Nee, ich glaube nicht nur die Automobiltechnik, die Mobilität, sondern die Welt wird es. Es klingt, ich kriege selber immer eine Gänsehaut. Ja, ich kriege das auch gerade. Aber das wird es geben zu Land, zu Wasser und in der Luft, ja, diese Technik. Und mal eine Frage im Anschluss zu dem davor. Diese neueste Technik wird ja auch jetzt verbaut, nicht nur im Rennsportwagen, sondern auch in Transportwagen, wie du schon gerade gesagt hast. Ne? Aber überall steckt ja dein Name auch ein bisschen drin. Es heißt ja die Gumpert Power Cell zum Beispiel. Nein. Ja? Wie viel Gumpert steckt denn in dem Prinzip der Technik? Ja gut, die Technik und die Gumpert Power Cell, sagen wir dazu, das ist ja nichts Neues. Ja? Die Brennstoffzelle wurde entdeckt im Jahr 1838, glaube ich. Ne? Allrad bei Audi. Ich hatte die Idee, aber es gab ja auch kein Patent darauf, weil Allradtechnik gab es schon im 19. Jahrhundert. Die ersten Autos fuhren ja mit Elektromotoren und Allradtechnik. Ja. Aber das kann man nicht patentieren, aber man kann verschiedene vorhandene technische Systeme intelligent zusammenfassen und daraus ein neues System entwickeln. Und wir haben eben eine Hochtemperatur-Brennstoffzelle genommen, befüttern die mit Wasserstoff, was völlig unempfindlich ist. Dieser Wasserstoff muss nicht sehr rein sein. Und benutzen Methanol, nehmen Methanol, was vorher Wasserstoff war. Ich sage immer, Methanol ist veredelter Wasserstoff. Mhm. Wenn man Wasserstoff und CO2 aus der Luft zusammenmischt, ergibt Methanol. Wir tanken das, also dieses Methanol, ins Auto, zerlegen dann wieder das Methanol in Wasserstoff und CO2. Das CO2 geben wir wieder an die Luft ab, da haben wir es hergenommen, und aus dem Wasserstoff gewinnen wir die Elektrizität und treiben damit das Auto an. Oder das Flugzeug oder das Schiff oder dein Haus. Kannst du Strom erzeugen, kannst du dein Haus wärmen, kannst du deine Klimaanlage mitbetreiben, kannst du deinen Ofen mitbetreiben oder auch, wenn genug Methanol da ist im Tank, kannst du dein Auto damit befüllen und spazieren fahren. Du hattest ja auch vorhin was erzählt, es gibt dieses grüne Methanol. Hat das was damit zu tun? Methanol ist eine sehr einfache Kohlenstoffverbindung. Man kann die natürlich über Erdöl und Erdgas herstellen, aber auch grün. Ich nehme grün, ist und chemisch genau das gleiche, CH3OH. Mhm. Grün ist eben einfach, wenn ich Wasser nehme, über die Elektrolyse aus Wasser Wasserstoff spalte und dieses Wasserstoff dann mit der Luft CO2 auch rausfiltere und Wasserstoff und CO2 zusammenbringe, ergibt Methanol. Das wäre dann grünes Methanol. Graues Methanol oder schwarzes Methanol kann man auch aus Erdöl oder Erdgas herstellen. Es werden im Jahr über 150 Millionen Tonnen Methanol hergestellt. Weltweit ist die zweitgrößte Flüssigkeit nach Rohöl, weiß keiner. In jedem Stoff, in jedem Medizin, in jedem Lack ist Methanol drinnen. Dieses Methanol ist also chemisch völlig identisch mit dem grünen Methanol, kommt aber aus fossilen Brennstoffen. Und das ist dann eben grau und schwarz. Und das ist natürlich dann nicht für die Umwelt so gut, wie wenn man es eben grün herstellt, weil grün
erzeugt man kein zusätzliches CO2. Wenn wir aus fossilen Brennstoffen Methanol herstellen, erzeugen wir halt zusätzliches CO2, was wir ja nicht wollen. Und du glaubst aber auch, dass die Zukunft grünes Methanol genug da wäre oder auch genug schaffbar wäre, damit wir alle die Gumpert Power Cell nutzen können, wenn wir alle mit dem Prinzip Auto fahren wollen zum Beispiel? Solange uns der liebe Gott die Sonne gibt, okay. Wind und Wasserkraft und Wasser wir haben, brauchen wir keine fossilen Brennstoffe. Wir haben Wasser, Wasser ist H2O. H2 ist Wasserstoff, das ist der Energieträger. Ja. Wasserstoff selber ist, wie ich schon sagte, zu unhandlich, zu gefährlich. Deswegen muss ich eben über den Weg Wasserstoff ein anderes Element herstellen. Das wäre Methanol in diesem Falle. Und kann dann meinen Wasserstoff wieder benutzen, völlig ungefährlich, so wie wir es machen, über eine Methanol-Brennstoffzelle. Und das finde ich eine bahnbrechende Geschichte. Ich finde das gut, dass das jetzt in die Welt kommt. Das hast du ja auch erzählt. Wie viel von dir als Person steckt denn in dieser Technik? Als Roland Gumpert, die heißt ja auch so, die Power Cell. Also wie viel von dir als Person, Roland, steckt in dieser Technik drin? Ja, wie viel von dir? Das ist jetzt die Gumpert Power Cell, die haben wir so genannt, damit man sie eben marketingmäßig verwerten kann. Die Idee kam vor 5 Jahren. Auch Methanol-Brennstoffzellen hat es schon gegeben. Ich habe damals geforscht, ich hatte den Auftrag, einen Elektrosportwagen zu bauen, elektrisch, und habe gleich festgestellt, ja, das funktioniert ja gar nicht, weil wenn ich wirklich einen Elektroboliden baue, dann ist mir nach 50 Kilometern ist die Puste aus, weil die Batterie leer ist. Also muss ich irgendwie was anderes machen. Und dann habe ich angefangen, mit Turbinen, mit Propangas anzutreiben, über den Generator und dann Strom herzustellen. Das hat alles nicht funktioniert. Das waren alles Spielereien, bis ich dann festgestellt habe, Brennstoffzelle ist schon der richtige Weg, aber eben der Wasserstoff ist zu gefährlich oder zu schwierig. Ich muss den Wasserstoff erstmal umwandeln in eine Flüssigkeit, die handelbar ist. So ähnlich wie im Mittelalter, dann hat man auch versucht, Gold herzustellen. Man kann ja Gold herzustellen aus verschiedenen Elementen, nur ist dann dieser Herstellungsvorgang teurer, als wenn man das Gold suchen täte. Ne? Aber es ist ja alles möglich auf der chemischen Seite. Und somit kann man also Wasserstoff umwandeln in Methanol, ist mir die Idee gekommen. Habe dann nach Methanol-Brennstoffzellen gesucht. Es gibt auch Ethanol-Brennstoffzellen. Und die beste Verhältnis war aber für mich dass die Methanol-Brennstoffzelle und nicht die Ethanol-Brennstoffzelle. Und die erfüllt eigentlich alle Anforderungen. Wir haben einen Reformator, da zerlegen wir das Methanol wieder in Wasserstoff und CO2. Und das ist heute so ein kleiner Auspufftopf, mehr ist das nicht. Was kommt da raus? Da kommt dann Wasserstoff und CO2 raus. Über eine katalysatische Reaktion. Und und diesen Wasserstoff nehmen wir und gehen in die Brennstoffzelle. Wie ich schon sagte, erfunden 1838, glaube ich, uralte Technologie. Und all diese Elemente zusammengewürfelt, das ist eben unser Auto. Dargestellt in der Natalie, aber die Natalie ist eigentlich nur ein Marketingprojekt. Wirklich ernsthaft wollen wir das jetzt betreiben mit Transportern. Man stelle sich vor, ich fahre rein elektrisch von München nach Spanien über einen Brenner. 40 Tonnen LKW. Was brauche ich da drin? Für welche Batterie? Ja, da kann man, wenn man so grob über den Daumen rechnet, 10 Tonnen Batterie, bis ich in Spanien ankomme. Und dann brauche ich wirklich ungelogen 3 Tage zum Laden. Ja, genau. Wir hatten die Zeit. Und wo ist der Strom in Spanien? Ja. Und wenn ich es schneller mache, brauche ich solche Querschnitte. Ja. Und dann ist es ja nicht nur ein LKW, sondern sind Hunderte oder Tausende. Das geht gar nicht. Ne? Das heißt also, aber mit unserem Prinzip eine kleine Pufferbatterie im LKW, 40 Tonner, mit unserer Methanol-Brennstoffzelle und dann eben entsprechend wie ein Diesel den Tank Unterflur als Tank, sind wir dabei am Bauen, einen ersten LKW
geht auf Reise nach Spanien. Wir haben das. Und der wiegt nur eine Tonne, was du dann einbaust? Nicht der 10 Tonnen. Wirkt dann alles zusammen über den Daumen mit Pufferbatterie und Brennstoffzellen vielleicht ja, maximal eine Tonne. Wir haben das gemacht jetzt vor 14 Tagen mit dem ersten Leicht-LKW, 3,5 Tonnen, sind nach Graz gefahren zum Schwarzenegger in sein Museum, der ist ja Grazer. Unser Bodybuilder und Gouverneur gleichzeitig und sind 1000 Kilometer hin und zurück in einem Husch. Und die mussten nicht einer Tankfüllung nicht laden? Nein, wir haben einen 200 Liter Tank da drinnen und sind einen Husch, 1000 Kilometer, völlig emissionsfrei, elektrisch mit einer Geschwindigkeit zwischen 90 und 100 km/h. Das klingt schon toll. Das klingt schon toll. 14, Entschuldigung, dass ich unterbreche, gerne. 14,5 Liter Methanol, wenn man das mit dem Heizwert umrechnet, wäre das ein Durchschnittsverbrauch von 6,5 Liter Diesel, muss man sich mal vorstellen. Das ist ja 3,5 Tonnen über die Alpen mit dieser Geschwindigkeit. Benchmark ist immer Diesel und wir sind jetzt bereits unter den Dieselverbrauchswerten. Und du hast auch die Ladezeiten nicht, die du bei der normalen Elektromobilität hast. Auch wenn die vergleichbar vielleicht sich erstmal günstiger anhören als Diesel, aber du hast ja noch die ganzen Zeiten dazwischen, die Wartezeiten. Ja, ich bin wie ein Diesel. Ich brauche die doppelte Menge an Diesel. Ja. Ja, aber mein Gott, beim Diesel tanke ich vielleicht 3 Minuten. Jetzt muss ich ein bisschen länger warten, weil ich die doppelte Flüssigkeitsmenge brauche. Weil Methanol, die Energieinhalte, ist die Hälfte ungefähr von Diesel, also brauche ich doppelt so viel Liter. Aber das ist der einzige Nachteil gegenüber einem Diesel. Ich fahre rein elektrisch ohne Emissionen wie ein Diesel. Warum gerade du? Warum bist du derjenige, der diese Komponenten findet, zusammenbaut und daraus diese alternative Antriebstechnik in die Welt bringt? Warum bist du das? Oder? Weil ich eigentlich schon immer gerne gebastelt habe. Und als Student, man hat ja nichts, man kein Geld. Und ich habe nie was weggeschmissen. Und wenn das ein Draht war oder ein Plastikstück oder ein abgebrochener Hammerstiel oder so. Und aus diesen Kiste muss man dann kreativ sich was zusammensuchen, um was Neues zu basteln oder zu reparieren und so weiter. Ne? Und somit bin ich vielleicht dafür geeignet, aus den vorhandenen technischen Möglichkeiten, was alles schon vorhanden ist, was Neues zu kreieren und dann eben auch funktionsfähig zu gestalten und einfach die Sturheit zu wissen, das wird funktionieren. Wie ich vor 5 Jahren, wir kämpfen seit 5 Jahren gegen die Windmühlen. Ja? Mhm. Keiner glaubt das. Ich habe das der Politik vorgestellt. Ich war in Berlin beim Verkehrsministerium. Die haben alle gesagt, ja super, super, super. Und reiner Wasserstoff geht nicht, das wissen wir auch. Und das wäre ja die Lösung. Wir hätten ein weltweites Tankstellennetzsystem bereits, weil jede Benzin- oder Diesel-Zapfsäule kann umgebaut werden auf Methanol. Mhm. Milliarden, Billionen von Dollar an Infrastruktur täten wir uns sparen. Mhm. Aber jeder hat gesagt, super, super, aber keiner hat gesagt, ach, jetzt dem glauben wir, ne? Das funktioniert. Und, das habe ich verstanden. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn die Technik, wie du ja schon sagst und wie ich das auch glaube und wie das ja auch in der Politik geglaubt wird und so weiter, wohl funktioniert. Warum ist die Resonanz noch nicht da, die man sich wünscht, vielleicht, dass es sich weltweit, wie sagt man so schön, resoniert, dass es zurückkommt, dass es sich ausbreitet, obwohl es vielleicht kurz davor ist. Haben wir ja drüber. Das ist kurz davor, ja. Das ist kurz davor. Warum dauert sowas so lange? Man nennt das ja auch Innovationsdiffusion, das kennen wir aus der Wirtschaft, das ist ein Fachbegriff dafür. Aber warum kommt das noch nicht so in Resonanz? Was denkst du? Ja, das ist dieser Zweifel der Menschen. Du bist mehr der Psychologe und kannst das vielleicht besser erklären als ich. Ich bin der nüchterne Techniker. Wir haben den Natalie gebaut, um überhaupt die Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Ohne den wäre es ja gar nicht gelungen. Ja. Dann haben wir einen super Reporter aus München, den Herrn Arnowski, der hat da ein Konzept gemacht,
in Kontrovers und einen 3-Minuten-Filmausschnitt zwei Smart-Fahrzeuge verglichen, einen mit Brennstoffzelle, einen rein elektrischen. Und da haben wir über 5 Millionen Zugriffe bekommen. Ja? Ja. Und muss man sich mal vorstellen. Ja. Ja? Und dann fing es so langsam an zu brodeln und die Resonanz zu kommen. Aber vorher war das alles tote Hose. Ja? Die sind alle gekommen, haben sich angeschaut und gesagt, super, super Sache. Und dann wieder tote Hose. Ne? Man braucht viel Geduld. Wir haben das Image von Audi aufgebaut. Ich habe, das wird man, darf ich gar nicht sagen, 69 als Ingenieur bei Audi angefangen. Damals hatten wir ein Hosenträger-Image. Ja? Ja. Vergleichbar wie Ford und Opel. Ja. Und wir waren immer Vorsprung durch Technik, Vorsprung durch Technik. Ja. Und haben gearbeitet und gearbeitet. Und wir haben negativen Lenkrollradius erfunden und Pro-Content und lauter so tolle Sachen. Die erste verzinkte Karosserie. Ja. Alles natürlich mit dem Piech auch und als Unterstützer. Und wir haben dann 10 Jahre, 15 Jahre, dann war der Rallye-Erfolg, ne? Die Idee mit dem Quattro. Und irgendwann einmal haben wir es geschafft, aus diesem normalen Hosenträger-Image aufzukommen in vergleichbares Image wie Mercedes und BMW und, ja, und das auch weltweit. Und dieses 10, 20 Jahre zähes Ringen habe ich jetzt 5 Jahre mit der Brennstoffzelle. Aber jetzt nach 5 Jahren, ich glaube, ich kriege mal langsam die Früchte. Mir gefällt das auch sehr gut. Die Nathalie ist auch hübsch geworden. Sie ist ein hübsches Auto. Ja, ich bin kein Designer, aber ich weiß schon, was hübsch ist. Und wenn man dann das Design begleitet, dann kann man immer die richtige Richtung angeben, wie man sie es wünscht. Und ich glaube schon, sie ist so ein bisschen Understatement. Ja. Neue Technologie. Und wenn man sich vorstellt, dass die jetzt schon eigentlich 4 Jahre, 5 Jahre alt ist, ist immer noch hübsch und modern. Ja. Und ich traue mir das zu, jetzt selbst in nächstes Jahr oder 2 Jahren, so wie sie jetzt heute ist, auch zu produzieren und wird uns trotzdem aus den Händen gerissen, bin ich ganz sicher. Wie schnell ist sie denn eigentlich? 300 km/h. Die kann auch nicht jeder fahren, oder? Nein, das ist ja auch nur, um ehrlich zu sein, um besser zu sein als Porsche. Der fährt 250. Porsche, glaube ich, von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Wir machen das in 2,5 Sekunden. Okay. Da muss man ja immer ein bisschen dagegen halten. Ja. Ist eigentlich, Entschuldigung, eigentlich darf man das so sagen, für den Arsch, aber... Ja, ja klar, so würde ich das auch nennen. Muss schon so sein bei so einem Sportwagen, denn man muss ja als Kleiner gegen den Großen stinken sozusagen und da braucht man solche Werte. Aber an sich braucht das keinen Menschen. Ne? Aber es ist halt schön, wenn man es hat. Na, hübsch erzeugt ja auch Resonanz. Also dadurch fühle ich mich ja, ich sehe das Auto und denke mir, oh, das ist aber ein hübsches Auto. Und wenn du noch erläuterst, was da für eine fantastische Technik drin steckt, dann hat man schon Ehrfurcht. Und Ehrfurcht ist ja auch Resonanz. Wow, das gefällt mir aber gut, das Auto. Und so und diese 5 Millionen Klicks, die du erzählt hast, die erzeugen ja auch eine Resonanz. Die Das Auto hat 4-Radantrieb, 4 Motoren. 2 Getriebe, 1 vorne, 1 hinten, sogar mit 2 Gängen, mit einem Torsendifferential dazwischen. Also schon die modernste Technik, die man sich vorstellen kann. Und Gewicht um, schlag mich tot, 300, 400, 500 Kilo leichter als der vergleichbare Porsche und fährt 800 Kilometer. Und dann muss man ihn erst tanken. Und hat dann einen 60-Liter-Tank. Der hat ein bisschen über 60 Liter Tank. Ja. 60 Liter Tank. Ja, ja. Eine tolle Sache. Ich fand das, was du erzählt hast und wie du das erzählt hast, heute äußerst spannend. Mich inspiriert das, noch mehr dafür zu tun. Ich freue mich, dass auch da jetzt bald demnächst von dir noch was Neues auf den Markt kommt. Bin mal gespannt, wie das in Resonanz geht zu den Menschen. Ich freue mich da sehr. Und ich wünsche dir alles Gute, dass das hier jetzt die Resonanz nicht nur schnell, sondern auch heftig kommt, damit das hier mal in die Welt kommt. Weil ich glaube, dass so ein alternativer Antrieb
jetzt wirklich dringend gefordert ist. Ich habe das vorhin gesehen, du hast mir auch die Methanol-Tank gezeigt und so weiter. Das ist eine ganz schön tolle Sache und ich würde mir wünschen, dass das so klappt. Darf ich zum Schluss noch was sagen? Unbedingt. Sogar, ich wünsche mir das, dass ich nicht der Letzte bin, der was sagt. Also die Zukunft wird Elektrizität sein, die Zukunft der Menschheit. Und Primärenergie direkt aus der Sonne oder direkt von der Wind umgewandelt in Primärenergie ist natürlich die verlustärmste Energie. Das ist unschlagbar vom Wirkungsgrad. Und diese Energie gespeichert in einer Batterie und für ein Fahrzeug für kurze Distanzen ist unschlagbar. Aber wenn ich jetzt weite Strecken habe, kann man die Elektrizität in einer Batterie nicht mehr speichern, weil wir haben dann das Gewicht zur Größenverhältnis funktioniert nicht mehr. Das heißt also, diese Primärenergie ist nur für Kurzstrecke etwas. Ja? Ein Schiff oder ein Flugzeug funktioniert nicht. Aber die Erfindung, die wir hier jetzt machen, ist ja für die Langstrecke. Und dieses Methanol ist Wasserstoff. Und Wasserstoff kann ich in Elektrizität umwandeln. Und somit kann ich jetzt, wenn ich Methanol habe, das im Tank im Haus habe, kann ich dann mein Haus damit heizen. Ich kann meinen Strom erzeugen. Ich kann sogar abzwacken für mein Auto. Das heißt, das ist die Zukunft. Und die Zukunft wird sein, direkt aus der Luft Methanol zu produzieren. Gibt es auch schon Möglichkeiten heute. Dann hat jeder Haushalt seinen Methanoltank und da hat er seine Energie, ist unabhängig. Wir brauchen keine Ladeinfrastrukturen, wir brauchen nicht mehr die Erde aufreißen, wir brauchen keine große Elektrizität mehr. Jeder Haushalt hat klein überall seine eigene Stromerzeugung, seine eigene Energiequelle aus der Umgebung, aus Wasser, aus Wasserstoff. Und somit sind wir völlig unabhängig von fossilen Brennstoffen. Wir produzieren kein CO2 mehr in diesen Mengen, wie wir es heute machen. Und das wird die Zukunft sein für alle. Und das ist, wie gesagt, nicht nur für Automobile, nicht für Schiffe, für Flugzeuge, auch für Haushalte und für den Bauern auf dem Acker, der seinen Traktor so fährt, genauso wie die schwarze Bevölkerung in Afrika, die keinen Strom hat, die erzeugen über Methanol ihren eigenen Strom, völlig problemlos. Und das wird in einigen Jahren überall so sich verwirklichen. Dankeschön.